Lieber Posaunenchor, ich habe noch ein weiteres Zubehör gefunden zum effektiven Üben. Und bevor ihr euch für vielleicht hunderte Euro irgendwelche sehr teuren Übedämpfer anschafft, um niemanden zu stören, gibt es viel preiswertere und effektivere Methoden. Schaut euch diesen Gartenschlauch an, ungefähr 3,60 Meter. Ich hatte damals das Mundstück dabei im Baumarkt, um zu gucken, dass der Schaft auch passt. Und nehmt den, nehmt das Mundstück, versucht einen Ton zu spielen. Springt an, wunderbar. Versucht mehrere Töne zu spielen, verschieden hoch. Manchmal klingt es wie ein wütender Elefant. Und manchmal spürt man schon, dass da eine richtige Dur-Tonleiter rauskommt oder auch ein schöner Dreiklang. Achtet mal drauf. So, jetzt ein Dreiklang mit Septime. Das war jetzt ein reiner Dur-Dreiklang über zwei Oktaven. Und mit den Zwischentönen, die da drinne sind, kann man tatsächlich schon richtige, schöne Melodien spielen. Also nur mit Naturtönen, kein Ventil, kein Zug, gar nichts. Minimum 3,60 Meter. Wenn euch die Lage, die ich eben gespielt habe, zu hoch erscheint, nehmt 4,50 Meter oder 5 Meter. Dadurch wird die Naturtonreihe logischerweise nach unten versetzt. Aber zum spielerischen Zugang, zum Trompete oder sonst was spielen, ist das eine wunderbare Möglichkeit. Es ist leise, es fordert die Tonvorstellung, denn wenn wir im Posaunenchor unten zwischen den untersten Naturtönen eine ganze Quinte Abstand haben, dann kommen die Töne auf jeden Fall irgendwie, aber möglicherweise nicht ganz so schön glänzend und im Zentrum, wie wir das gerne hätten. Und dabei hilft dieses Schlauchblasen, weil wir wirklich jeden Ton absolut genau auf den Punkt treffen müssen. Viel Spaß dabei!